Cool, dass ich gar keine LKWs mehr habe. Hä? Hm. Oh nein. Ja, muss ich halt nehmen. Warte, hab schon. Der Marshall steht da. Wieso steht denn der Marshall da? Oha, Steinbruch. Da kommst du ganz beschissen hoch und runter. Ich hatte mir fast gedacht, ja. War letztes Mal mit Sören unten, glaube ich. Der muss mich dann zum Schluss wieder hochziehen. Ich kam da nicht mehr raus. Ja, das sieht schon nicht so geil aus. Also, wenn man da steht, sieht es bestimmt geil aus, aber da reinzufahren oder hochzufahren, bestimmt nicht so. Ich bin auf so einer komischen Querstraße runtergefahren. Vielleicht geht es im Kreisfahren besser. Mhm. €20 kostet die Standardversion. 20 Euro im Angebot. Na, ist doch günstig. Na, Ben, Metallion, grüß dich. Ersatzteile. Gut. Van, du hast doch erst Geld gewonnen gestern. Vorgestern. Geld gewonnen? Geld gewonnen? Ja, wollte Lossi das nicht teilen irgendwie? Mika hat 25 abbekommen. Ach so. Da war, ich glaube, Van war gar nicht, die hat glaube ich gar nicht mitgemacht, ne? Nee, beim Gewinnspiel nicht. Ach so, ach so. So, erstmal Ersatzteile holen hier. Jawohl. Ja, genau, Vanessa. Oh man, die Handbremse lösen. Anita, soll ich noch mal ein schönes Stück von meiner Ananaspizza abbeißen? So geil, richtig schön süß und den salzig. So, jede Stunde düst ein Zug dort lang. Na, das ist doch optimal, Rafus. Das ist optimal. Und auch wieder zurück, ja? Ja. Es hält sich in Grenzen, Vanessa. Ach so, da lang. Alter, bist du mir vorbeigeballert oder was? Ja. Verwalteten Ersatzteile. Wie will der Name? Ach, zwei. So. Da komme ich doch niemals mit diesem. Hast du hier schon einen süßen Zug da lang? Wo? Ging hin. Achso, da wo. Noch ein Windel oder was? Ja, wegen hier Lost Place. Ja, hoffe, der nimmt mal Videos auch vernünftiger. Sternlicht, das fackelt doch alles ab hier. Ja, richtig, ja, letztes Mal waren wir voll Chor, jetzt wollen wir längere auf dem Rafus. Richtig Lost Place Tour, Junge. Ja, und den Hochladen.
Ich guck mir so einen Scheiß an den ganzen Tag. Und dann schickst du mir das und dann lade ich das hoch auf meinen YouTube-Kanal. Zack, 10.000 Aufrufe. Du kannst das selber hochladen. Ja, er hatte doch was. Hat er doch mal gesagt, hat er doch mal gemacht, ne? Glaube ich. Ja, aber normale, so 10, 15, 20 Minuten Videos. Ja. Ja, was, das ist. Ja, das gucken doch voll viele, die Scheiße. Was, das läuft ja auch. Wenn du das vernünftig machst. Ja, also Lost Place gucken wirklich viele, ja. Sehr beliebt. Nee, ich fahre nicht mit dem Zug. Wir müssen ein Video für Deutsch drehen. Ach so, das mal. Ach ja, stimmt, das meintest du ja. Zählen soll der Zug da langfahren. Ah, okay. Huhu, ich bin mal anwesend im Lurk. Baby Drag, danke schön. Vielen, vielen Dank für dein Lurk. Guck mal, ich dachte, ob ich da hinkomme, ey. Oh, das kotzt mich so an, Alter, das Owned da jetzt. Ja, wir hatten den Scheiß reingemacht. Ja, Owned, das ist das, was über diese Visual Effects da läuft, über diesen Bildschirmwischen. Da ist der Mika auch drin, Owned. Ich glaube, das wäre für Sertos. Postner, ja. jede 2 Stunden wird das gepostet, denn noch die Shias, Follower und alles. Ich will das nicht, ich muss das mal ausschalten irgendwo. Das hat Mika auch an, dann habe ich am Anfang, ich kannte Owned nicht, ne? Ja. Hab ich gesagt, ey, gut, der Owned hat auch ein komisches Profil, Alter. Ja, gut. Dann steht der Owned, bla bla bla, followed oder so ein Scheiß. Ja, genau. Dann hab ich gedacht, der ist gefollowed, so. Oh, schade, dass ich ja nicht dabei war. Ich glaube, das wäre toll. Kann ich den nicht einfach timeouten? Weiß ich nicht, ob das geht. Warte mal. Klar, können sogar sperren. Also ich glaube, Timeout könnte gehen. Ich glaube, sperren nicht, weil ich glaube, dann gehen die Kanal von auch nicht mehr. Achso. Ja, lass an. Wie, was ist auch bei mir? Oh, und du hast doch auch Out als Dingsbums. Danke, weil Hater. Hater. Danke, Man Eater. Ja. Siehst du, jetzt steht da, dass 60 Dings geschiert wurden. Hast du Zuckungen? Ich zucke hier gleich mal mit. Oh, ich bin so vergessen. Brrr, Alter, ich bin aber. Ich dachte gerade, die ist kalt. Nö, konnte nicht. Du hattest doch mal gesagt, ihr habt doch irgendwie auch so eine kleine Klimaanlage, ne? Hä? Hey. Warst du das? Irgendwie so ein schöner Lüfter, der richtig schön kalt ist. Nee. Nee, wer fährt denn das? Darknet hat so eine Klimaanlage. Hallo Passi, grüß dich. Hallo Baldo. Weil ich dachte mir, ob ich vielleicht als nächstes Bitsy einfach eine Klimaanlage reinknalle für den Sommer. Kostet jetzt, gibt's bei Lidl für 139 Euro die kleinste. Für einen Raum wird das ausreichen. Ja, doch, also Lidl hat eigentlich auch immer gute Produkte, was so Elektrozeug angeht. Das ist vollkommen in Ordnung. 139 Euro, glaube ich. 139, die kleinste. Das kleinste Gerät, ja. Ja, das geht. Und das größte 300 oder 400 oder so. Ja gut, das muss ja nicht sein. Na, ich kann mit den Zahlen da nichts anfangen. Die kleinste hat 7000 irgendwas. Muss ich mal gucken, weil letztes Jahr, boah, da habe ich so ein Öl hier drin. Passi. Moin Floschi, moin Eggy, Passi, alles gut bei dir? Ey, ich hab's so gespielt, da haben wir doch, was haben wir da gezockt? Da war ganz am Anfang den Bausim, da ist doch der PC einfach ausgegangen, weil er überhitzt war. Ja, ich hab auch schon überlegt, dann so holen. Aber, ja. Ja, und bei dir, bei mir auch, Passi. Kannst du halt nicht rauchen, muss die Fenster zulassen, ne? Gut, meine Fenster sind immer zu, wenn ich streame. Man muss da einen Schlauch auslegen. Wofür? Der Abluftschlauch. Die Fenster müssen auf sein? Der Schlauch muss rausgehen. Ach so.
Ja gut, das könnte ich. Lege ich also man könnte sich ja auch eine Klimaanlage anbauen lassen. Ja, das kostet 1000 Euro. Ja, das ist natürlich schon geil. Also geil ist es schon. Klar, du darfst sie auch nicht komplett runterdrehen, ne? Nee. Soll man ja im Auto auch nicht machen. Im Auto sollst du auch nicht auf Low gehen. Also wenn es draußen 30 Grad sind, dann mache ich im Auto auf 22 Grad die Klimaanlage. Ich 24 oder 25, das merkst du trotzdem. Ja, oder sowas. Ne? Aber mein Vater, der knallt immer komplett runter und immer den Puster auf volle Pulle. Das ist gar nicht gut. Birkenstock ist in bei den ganzen großen Streamern, du. Was ist in? Birkenstock, lädt ein Chat, Junge. Ich habe mir Schuhe gekauft, die sind sehr schnieke. Die Birkenstocks arm. Sind Birkenstock nicht eigentlich ausschließlich Hausschuhe? Also Latschen halt, ne? Ja? Ja, da gibt es auch Schuhe von, weiß ich nicht. Das wäre für mich eigentlich auch mal ich kann was. Die Latschen, aber wenn du so normal Latschen trägst, für drin und draußen, so Fox oder so, das ist halt nichts anderes, bloß dass er 100.000 Euro mehr kostet. Also ich bräuchte auch wirklich mal welche, ich habe nämlich keine Hausschuhe. Wohl der Crocs. Habe ich auch. Ja. Wäre mal schon seit nicht schlecht. 20 Jahren, keine Ahnung. Weil rausgehen, ewig die Straßenschuhe anziehen, wenn du irgendwie mal draußen was rausbringst oder so, ist kacke. Und allgemein ist das kacke, ohne Schuhe rumzurennen. Socken ewig kaputt. Dann bleibe ich am Nagel hängen, der aus dem Fußboden rauskommt. Uah. Ey, weißt ja, hatten wir ja ewig keine Heizung, ne? Haben wir ja immer noch nicht kein Öl drin. Gut, brauchen wir jetzt gerade ja auch nicht. Und da schreibt mir, habe ich ja den Vermieter geschrieben, hat nicht geantwortet. Und jetzt hat er mir letzte Woche, nee, die Woche geschrieben gehabt, ja, sorry, dass ich nicht geantwortet habe, aber uns waren die Hände gebunden mit Heizen. Wir wollen morgen aber kommen und das Grundstück ein bisschen sauber machen. Willst du vielleicht helfen? Ist das dein Ernst? Ja, für Heizgeld. Also das ist ja der Wahnsinn, ey. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Tankt nicht und will. Oh. Tankt nicht, ihnen sind die Hände gebunden, ja, und wir haben gefroren. Dann sagst du ihm das morgen. Nee, also das war jetzt schon gewesen. Ja, ich meine, nächsten Winter kommt das Haus dann zu dir nach Hause. Ja. Ich habe gesagt, ich sage, das sehe ich nicht ein. Ich sage, ich kann gerne helfen, aber dann will ich aber auch Öl haben. Heizung sag ich schon, warm Wasser läuft ja eh über Boiler, ne? Ja, das über Boiler, das wäre ja ganz schlimm. Das ist ja jetzt egal, sag ich mal, wegen dem Öl. Jetzt aktuell zumindest. Ja. Von dir wohnt ja nicht nur ein Kind im Haus, ne? Doch, jetzt ja. Die sind ja ausgezogen, die von oben. Ja? Ja, einfach, sie haben nicht gekündigt, die sind einfach ausgezogen. Die haben auch alle Sachen, die sie nicht haben wollten, umliegen lassen. Also Sperrmüll quasi liegt alles oben. Ja, super. Die haben aber die Namen, ne? Die können die anzeigen. Ne? Ja, die haben auch Mietschulden, keine Ahnung wie viel. Läuft. Hast du reingeguckt, ob du was brauchst? Nee. Natürlich, du checkst, glaube ich, fest. Meinst du, Vanetta? Wo war das nochmal, wo ich die Punkte sehen kann? Was für Punkte? V? Oder was? Ah ja, genau die. Also, solange du noch läufst, ist ja alles okay. Naja, Motor ist noch an. Problem ist halt, du kannst dich nicht nach rechts hochziehen, ne? Nee, hier hinten nimmt er nichts an am Stein. Dann musst du probieren, dich unten rumzuziehen. Am Baum oder so. Was glaube ich nicht. Nee, unten dann. Vorne, unten. Nicht oben. Wenn du oben dann gehst du auf den Kopf, dann liegst du gleich lang. Das ist wieder oben. Ja. Jetzt klappt hier gar nichts. Das ist oben. Du musst da eh wieder raus. Ich überlege gerade, ob die überhaupt noch an ist. Hä? Doch, die läuft immer noch. Du musst da raus. Ja, ich bin schon V. Ich habe schon abgemacht wieder. Ja, du musst aber ranmachen und V drücken, weil du musst da raus und dann kannst du erst die Taste drücken zum Ziehen. Ach so. Ja, so ist es jetzt an. Ah. Jetzt musst du V drücken, das Bedienfeld muss da weg. So.
sie da ab. Nee, ist dran, aber es tut sie nichts. Unten, siehst du? Siehst du, drückst F. Ja, ja, ich drücke F. Man sieht auch, wie es sich spannt, aber zieht nichts. Bist du weit weg? Warte mal, wo bist du denn? Bist du auf der Map oder auf der anderen Map? Ja, auf der zweiten jetzt. Mehr am Rand so. Kann ich nicht. Willst du nicht da so schnell hinkommen, Alter? Ja, ich kann mich auch zu Dings zurücksetzen. Die Ecke hier ist schon echt Läde. Ich versuche noch mal ein bisschen, bis er ausgeht. Das ist anstrengend, ja. Nee. Das ist auch absolut richtig, Passi. Ich lasse jetzt wieder einfach zur Werkstatt zurück. Oder warte, ich guck noch mal. Zieh dich hinten rum einfach an den Baumrand. Nach hier vorne. Ist ein Dings, aber ich glaube, der reißt sofort ab. Nicht da, zieh den nach hinten, also weit weg. Wo, also wo nach hinten? Ja, da hinten komme ich nicht mehr ran. Oder warte mal, vielleicht da hinten der Baum, der müsste doch noch gehen. Nee, doch, der geht noch. Oh, sehr gut. Passi ruft die Feuerwehr, der Chat brennt. Und dann lenk andersrum. Oder? Ja. Naja. Damit du hochboxst. Ja. Ja, gleich liegt er richtig. Da oben macht keinen Sinn, oder? Andere Seite lenken. Bitte. Muss man schon noch rückwärts fahren, ne? Ja, ja. Du lenkst doch nicht andersrum. Geht doch nicht mehr. Die hängen irgendwo fest. Nee, die gehen nicht mehr. Ja, jetzt liegt da. Jetzt abgesoffen. Egal, jetzt geh ich zur Werkstatt zurück, ist ja nicht. Jutschlimm. Oh, Ananas. Auftrag hatte ich ja erfüllt. Und jetzt ja. Als nächstes. Lieferung zum Steinbruch. Lange Stämme. Nein, der muss wieder durch das nächste Portal. Das ist ja. Nee, das ist ja Quatsch. Ja, auch. Guck mal. Morgen Lehrgang, Passi, was war es für einer?
technische Hilfe? Oder was meinst du? Richtig. Wie lange geht der?